und auf Beziehung. Was soll denn das überhaupt heißen? Ja, wenn sich so ein Begriff entwickelt, On-Off-Beziehung, ist ein Off dann wirklich ein Off und ein On dann wirklich ein On, oder ist es nicht in beiden Fällen eigentlich irgendwas, aber nichts Wirkliches, nicht wirklich Schluss und auch nicht wirklich zusammen? Die tolle Melanie Mittermeier hat dazu einen Gastartikel auf meiner Seite veröffentlicht und erzählt darin aus einer eigenen Beziehungserfahrung und auch ein paar, also gibt auch Tipps dazu, was man tun kann, wenn man in so einer Geschichte gefangen ist. Und ich wollte das noch um einen Aspekt ergänzen, weil mir das so wichtig war. Bei On-Off-Beziehungen, ich habe das ganz oft bei mir in der Praxis, da kommen die Leute und dann wird immer so ein, mit so einem kleinen Witzchen erzählt, na, wenigstens habe ich ja schon Übung darin, ihn zu verlassen, oder habe ja schon Übung darin, von ihm verlassen zu werden, und schlimmer kann es eh nicht mehr werden und so. Ne? Leute, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Was ist die eigentliche Problematik dahinter? Die eigentliche Problematik bei so einer richtigen On-Off-Beziehung ist, dass beim Aus dann nicht genug Zeit bleibt, um die Trennungsphasen wirklich zu durchlaufen. Woran erkenne ich das? Na, wenn die Trennungsphasen wirklich durchlaufen wären, dann wäre diese Beziehung vorbei und abgeschlossen. Dadurch, dass diese Beziehungen immer wieder von neuem beginnen, nicht gesund im Übrigen, aber egal, dadurch, dass diese Beziehungen immer wieder von vorne beginnen, ist es logisch, dass die Trennungsphasen nicht wirklich abgeschlossen sind. Wenn die Trennungsphasen aber nicht wirklich abgeschlossen worden sind, dann heißt das auch, ich habe einen Lerneffekt für mein Hirn. Und auch wenn das niemand da draußen hören will, wir alle sind Minicomputer, die programmiert werden mit Belohnung, mit Strafe, mit was auch immer. So funktionieren wir einfach auch heute noch. So. Also was lernen wir in dem Moment aus dieser Geschichte? Was wir lernen ist, da trennt sich jemand von mir. Ich habe fürchterliche Schmerzen. Ich leide unter Liebeskummer, ich habe ein gebrochenes Herz, ich bin traurig, ich weiß nicht mehr ein und aus. Und noch bevor ich selbst einen Weg finde, damit umzugehen oder zumindest damit abzuschließen, also ich kämpfe mich da irgendwie durch, und noch bevor ich damit irgendwie ganz fertig und ganz am Schluss bin, kommt dieser Mensch zu mir zurück. Ich schaffe es, ihn zurückzuerobern, oder er nimmt von sich aus wieder Kontakt auf, was auch immer die Methoden und die Wege sind, wie sowas zustande kommt. Ja? Was lernt mein Hirn? Mein Hirn und auch mein Herz lernt, es gibt einen sicheren Weg, den Schmerz sofort in der Sekunde zu beenden. Und das ist extern verursacht durch den anderen Partner. Das klingt erstmal harmlos, heißt aber in der Endkonsequenz, dass eine On-Off-Beziehung, die nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal läuft, der perfekte Weg in die emotionale Abhängigkeit hinein ist, weil du mit jedem Mal wieder lernst, es gibt nur einen Weg, aus dieser Geschichte auszusteigen, und das ist, wenn mein Ex zurückkommt. Und nicht, wenn ich eine Kontaktsperre einhalte, wenn ich versuche, mein Leben wieder in den Griff zu kriegen, wenn ich mehr Sport mache, mich mehr mit Freunden treffe, auf Urlaub gehe, weiß der Kuckuck was. Ja? Wenn ich lerne, mich mehr auf mich zu konzentrieren, wenn ich lerne, Schmerz auszuhalten, wenn ich lerne, durch die Trauer durchzuatmen. Ja? Sondern ich lerne immer nur eins: alles ist gut, wenn mein Ex zurückkommt. Und auch wenn eben, so wie ich es am Anfang gesagt habe, die Leute kommen immer mit so Witz, 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 ja, und irgendwann ist ja dann trotzdem der Punkt, wo es vorbei ist. In dieser Geschichte von der Melanie, weil der zugehörige Mann eine neue Frau gefunden hat. Und tatsächlich ist es ja im realen Leben auch oft so. On-Off-Beziehungen sind ja in dem Sinn nicht Beziehungen von Menschen, oder in den ganz seltensten Fällen Beziehungen von Menschen, die auf irrsinnig großer Liebe beidseitig, Einverständnis und weiß der Kuckuck was noch alles beruhen. Sondern das sind Beziehungen, wo ja meistens einer mehr will als der andere, und der andere sich nicht wirklich sicher ist, und dann ist einmal so und dann ist einmal so, und dann braucht man ein bisschen Zeit und dann hat man ein bisschen Abstand, dann war es doch wieder ganz bequem, den zu haben, dann geht man halt wieder zurück.
Ja. Fürchterlich. Ja. Und dann fragen sich die Menschen, wie konnte das passieren? Ich war doch mal früher fröhlich, lustig, unternehmenslustig, hatte viele Freunde. Und jetzt bin ich ein Schatten meiner selbst. Ich warte nur noch auf ein SMS von ihm oder von ihr und dann springe ich. Ja, wie konnte das passieren? Und überhaupt, wieso fällt es mir jetzt so schwer, damit umzugehen? Und jetzt, wo er endgültig eine andere hat, oh, ja, also in dem Fall bei ihm halt, ne, sind sie unfähig, mit dem Schmerz umzugehen und sitzen dann bei mir in der Praxis und kennen sich nicht mehr aus. Na, warum? Weil sie gelernt haben, von diesem Schmerz gibt es nur ein Heilmittel und das ist er. Und das ist mühsam, wieder wie gehen lernen. Ja? Die Melanie gibt in ihrem Artikel auf meiner Seite, ich verlinke ihn unten drunter, ein paar Anregungen gedanklich dazu, was man tun kann in der Situation, wenn man oder wenn du in dieser Situation gerade gefangen bist. Ich wollte einfach das ergänzen um diesen Aspekt. Ja, On-Off-Beziehungen können einen Suchtcharakter hervorbringen, weil sie einfach genau das triggern im Hirn. Ja? Und ich wollte einfach, dass ihr das wisst, dass das nicht so eine harmlose Geschichte ist, über die man gern mal mit ein bisschen schwarzem Humor drüber bügeln kann. Ja? Wir müssen einfach wissen, dass alle Dinge, die wir in Liebessachen tun, uns im Positiven wie auch im Negativen Dinge lernen lassen. Und es ist ganz klar, wie unser Hirn und wie unser Lernsystem funktioniert. Und wenn man das mal verstanden hat, dann hat man vielleicht einen Grund mehr, sich auf solche ungesunden, fast schon toxischen Beziehungen nicht einzulassen. Ich sage jetzt nichts davon, wenn man zusammenkommt und sich vielleicht am Anfang noch nicht so ganz sicher ist und sagt, ich brauche ein bisschen Zeit, mir geht das zu schnell. Ja? Kein Ding. Aber wenn sich jemand zum zweiten Mal davon schleicht und sagt, ich bin mir nicht sicher oder da ist eine andere Frau im Spiel oder da ist weiß der Kuckuck was oder eigentlich will ich gar keine Beziehung und ja, und dann kommt er doch wieder zurück und so. Leute, das ist ein Red Flag, bitte. Das ist ein Red Flag und da sollte man auch klipp und klar sagen, ja, das ist jetzt hart. Und ich habe in der Vergangenheit gelernt, dass nur du mich vom Schmerz befreien kannst. Ich werde auch noch einen anderen Weg finden. Ja? Es gibt diese Zeile Madonna. Only the one who hurts us can take away the pain. Bitte mach es nicht zu so einer Geschichte. Okay? Alles Liebe. Tschüss.